Können wir Ihnen weiterhelfen? Ich hole mir nur mein Latte ab und dann werden wir gleich mal weitersehen. Bin ich ja sehr gespannt. Schöner Schal. Sind Sie erkältet? Nee, ist kalt. Sie haben ja einen Rollkragenpulli an. Dafür brauche ich einen Schal, ne? Ja, aber Ihr Kollege hat nicht, deswegen. Vielleicht kann er ja auch mehr ab. Vielleicht ist er einfach nicht so ein Weicher wie Sie. Mhm. Und Sie sind wer? Ich bin Sohn. Ich bin Ehemann. Ich bin Bürger dieser Stadt. Mhm. Und ein Hartei oder was? Der Herr meinte, mich gerade als Weichei zu titulieren. Ja, das ist jetzt nicht nett. Ja, das ist richtig. Das finde ich schon ein bisschen unhöflich, ne? Wenn ich so hier zu Ihnen komme und Sie frage, ob Sie irgendwie Hilfe benötigen, ob man Ihnen weiterhelfen kann und nö, ich hole mir nur eine Latte und Sie sind Weichei. Was soll denn das? Entschuldigung, ich dachte nicht, dass Sie da so gleich aus der Haut fahren. Ich fahre ja nicht aus der Haut, ich frage mich nur, was das soll. Jetzt lassen Sie mich doch einfach mein Latte holen und dann wieder abhauen. Ich will den nicht weinen, okay? Dafür jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Sie mir mein Herz gebrochen und ich würde nicht helfen. Ha, oh Gott, es tut mir leid, ich wollte nicht. Oh nein, oh Gott, kann ich ihn irgendwie... Ich wollte nicht, dass ihr anderen weint. Ich wollte nur meine Hilfe anbieten. Nein, es tut mir leid, ihr Schal ist super und sie sind bestimmt kein Weichei. Hey, wissen Sie was? Nehmen Sie meine Latte, okay? Ich will Ihre Latte nicht. Nein, das ist mir sehr unangenehm. Entschuldigung, ich kann nicht, es tut mir leid. Laser GmbH, hallo. Ah, hallo, hier ist Charlie. Ah, also wegen gestern, das war eine ganz komplizierte Geschichte. Ich habe dich gesucht. Oh, wirklich? Ich dich auch? Stell dir vor, ist der Stadtpark vor dir weggerannt oder was? Oder hat er sich irgendwo versteckt? Ach so, am Stadtpark? Ich habe was anderes verstanden. Ach so, was denn? Dass wir uns im Industriegebiet treffen. Da bin ich die ganze Zeit mit dem Benzinkanister da langgelaufen. Du hast mit einem Fahrrad, welches ich für dich geklaut habe, einen Benzinkanister holen wollen und bist nie wieder aufgetaucht. Weißt du, was das für Parallelen hat? Die zu meinem Papa. Aber ich melde mich doch jetzt. Du bringst mir jetzt einen verfickten Benzinkanister. Fandest du mein Auto interessant oder wieso hast du die angeguckt? Ja, fand ich super, wirklich. Das ist ein cooles Auto. Okay. Verkaufst du es mir? $80,000 und die ist deine. Ja, wahrscheinlich, genau. Damit kaufe ich mir irgendwelche Menschen oder so. $80,000, aber doch kein Auto. Ich persönlich. Ja, na klar. Persönliche Sklaven, verfrachtet in einem Container aus Asien. Seine Kontakt oder was? Hey, das ist ekelhaft. Das war nur ein Witz. Geh jetzt. Ich wollte dir eigentlich zeigen, dass der Auto noch was Cooles kann, aber... Ehrlich? Was denn? Wolltest du wirklich sehen? Okay, dann musst du mir aber den Kontakt trotzdem sagen. Komm mit. Alter, ey, das Blau ist geil. Anschnalle bitte. Du bist so wirklich angeschnallt? Ja. Okay, festhalte. Ja. Das ist die 80.000 wert. Ich kann noch was anderes Kohle, aber warte, ich muss gucken, ob ich die hinkriege. Festhalte. Okay. Wow, das beim Fahren. Ich danke dir, Lisa. Okay, und jetzt, wie ist die Kontakt aus Asien? Da hast du das Teil. Hat ja nur... Warte, lass mich auf die Uhr gucken. Gute 19 Stunden gedauert. Du hast nicht gesagt, wo ich das herholen soll. Komm, wir tanken mein Fahrzeug auf. Schaffst du es also nicht, den Kanister allein zu halten? Komm noch mal kurz zurück zu dem Auto, bitte. Ja, selbstverständlich. Eine Sekunde. So. Ja. Sag mal, ist dein Ernst jetzt? Du hast zwei Füße, und du die nutzen zum Laufen. Ich verstehe dich nicht, keine Ahnung. Das ist ja witzig, guck mal. Ich habe auch einen. Was machst du da? Ich weiß nicht. Was mache ich denn? Mal sehen. Das wird jetzt witzig. Buonasera. Eine Sekunde. Zu dem Problem kommen wir gleich. Wirst du noch zur Freiheitsstatue oder bewegst du dich auch mal? Was willst du mir jetzt damit sagen? Was ist deine Mission, Alter? Hast du auch eine Message oder bist du einfach nur dumm? Ob ich dumm bin? Das frage ich dich. Ich will das ermitteln, wirklich. Das glaube ich dir. Und die Frage beantworte ich dir, indem ich dich frage, ob du doof bist, was dir einfällt, auf meinem Auto rumzutun. Dann sieht es aus wie ein Klettergerüst. Das Problem ist, du wirfst mir irgendwas vor, aber stehst dann selbst mit deinen Schuhen die ganze Zeit auf meinem Auto. Wie wär's, wenn du dich erstmal entschuldigst, bevor du hier weiter Entschuldigung machst? Sprichst jetzt du oder dein Loverboy? Ich kann mich nur mit einem unterhalten. Er spricht der Typ mit dir, der gleich eine verpasst. Hast du mich gerade genannt? Wir kommen jetzt alle mal runter. Ich danke erstmal. Wie gesagt, letzte Aufforderung. Runter da. Nein. So, du Arschloch. Oh Gott. 2 Sekunden. Oh, wow. 1. Ist das wirklich deine Freundin? Meine Frau. 2. Oh, ja, ja. Krass. Nein, nicht mein Auto. Verzieht euch. Das bekommst du noch mehr. Hier. Da. Du hast die nicht mehr alle. Steig ein. So, jetzt warte mal. Bevor du jetzt wegfährst, du. Und tschüss. Ja, eigentlich war ich ja gerade bei Justiz wegen der Heirat und so. Können wir machen, müssen da nur hin. Aber eigentlich hätte ich gern schon dabei. Oh, danke. Du nimmst ja nur meinen Namen an. Du nimmst meinen Namen an!
Das haben wir doch gestern. Ich weiß nicht, ob ich das vereinbaren kann. Ich muss nur kurz drüber nachdenken. Jolly, nee, nicht auf der Straße. Steig ein. Lass mich kurz nachdenken. Das bringt nichts bei mir einfach. Die sind wildfremde Leute, die einfach heiraten oder so? Wir müssen zum Bürgermeisterbüro. Joan, wir fahren zum Justizding. Und dann heiße ich Frau Laser. Nein! Kannst du auch vorbeikommen? Nein! Willst du noch jemanden mitbringen? Am besten deine ganze Crew? Ihr könnt auch alle kommen. So, ich glaube, Johnny freut sich drüber. Nein! Jo, was geht? Ihr seid die Freunde von Charlie? Johnny, mir ist auf den Kopf gefallen. Ja, hallo, José. Hallo an alle. Ihr seid super. Es ist ein super Tag, wirklich. Ich habe mich nach so einem Tag die ganze Zeit schon gesehnt. Ich freue mich mega. Nicht wahr, Charlie? Das heißt, dass wir für immer zusammenbleiben. Das ist doch das Mindeste, Klaus. Was mit Klaus? Nichts, alles gar gut. Gar nichts. Alles gut, das besprechen wir nach der Hochzeit. Komm, wir gehen rein. Na dann. Gehen wir doch mal rein. Wir sind die Crusader Hochzeitsgesellschaft. Wir wollen jetzt eine Hochzeit sehen. Und wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben noch 15 Minuten. Guten Tag. Ja, dann alle mal nach oben. Moment, sagt. Können hier nicht einfach so oben in der Besprechung reinplatzen? Hallo. Hallo! Wir wollen heiraten. Hallo! Du bist Charlies Trauzeugin, ich bin Johnnys Trauzeuge, super. Machen wir so. Wenn ich mir das mit der Hochzeit später doch anders überlege, kann man das... Johnny, Vorsicht. Charlie ist eine wunderbare Frau. Wir haben doch eine Abmachung. Brichst du ihr das Herz, brech ich dir die Knochen. Die ist so super. Die ist richtig super, wirklich. Die ist voll super, wirklich. Ich freue mich voll. Und los, wir haben noch 10 Minuten. Danke. Dann frage ich die hier anwesende Charlotte White, ob sie den hier anwesenden Johnny Laser zu ihrem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen möchte, ihn lieben und ehren, bis der Tod sie scheidet. So möge sie nur mit Ja antworten. Ja. Und dann frage ich auch den hier anwesenden Johnny Laser, ob er die hier anwesende Charlotte White zu seinem rechtmäßig angetrauten... Ich bin komplett durch. Jetzt möchte die Frau heiraten. Oh Gott, scheiße! Ich wollte dir nur die Brille abhauen, damit ich deine funkelnden Augen sehen. Häusliche Gewalt ist einfach vor den Flitterwochen. Johnny, der hat dich was gefragt. Willst du die Frau heiraten? Willst du einen Keks? Ja, will ich. Auf jeden Fall. Ja, will man. Sie ja okay. Was? Alles klar. Nein! Hier mit Mann und Frau? Also bin ich jetzt offiziell Charlie Laser? Wir sind jetzt offiziell Charlie Laser, ja. Lass mir eine verpasst. Nehmt euch in den Arm. Die eine. Gut, okay, komm. Einmal. Oh, wir haben es besiegelt. Herzlichen Glückwunsch. Johnny, cool. Ja. Können wir jetzt gehen? Als Hochzeitsgeschenk lasse ich dir deine Schulden. Oh, super. Boah. Ja, danke. Das ist halt alle toll. Was ist mit Klaus? Gar nicht. Dem geht's gut. Der ist zu Hause. Ich habe ihn gegessen. Zeig mal. Was? Du hast was? Er hat gesagt, ich soll im Gefängnis. Gestern im Gefängnis hat er. Ich sollte dran lecken, aber ich habe außerdem raufgebissen und dann. Es tut mir wahnsinnig leid. Klaus war ein Guter. Klaus getötet. Ja. Johnny, das kannst du doch nicht machen. Ich wollte das irgendwann machen, wenn keiner damit rechnet. Es tut mir leid. Ich besorge neu. Du hast Klaus getötet und gegessen. Du bist doch nur ein scheiß Frosch. Was? Können wir uns alle mal umdrehen? Achtung, ich glaub, der Raub fühlt sich gleich mit Lava. Oh Gott, nein, raus. Ich nochmal. Das war für Klaus. Ach, oh Gott. Fröhliche Flitterwochen. Tschüss. Wir mal. Tschüss. Schönen Rutsch, falls wir uns in der Seele. Spaß euch zwei, ja. Johnny, warte mal. Ich bin nicht so spät. Das ist der Plan. Hey. Ich weiß es nicht. Was denn? Meine Ehefrau hat orangene Haare und ist sprachbehindert. Du bist jetzt auch kein Zahnestück. Kann man sich hier irgendwo Verbandskästen oder so besorgen? Krankenhaus. Fast sauber ausgefragt. Danke. Geht's hin? Der Krankenhaus. Weißt du, was ich bei dir nicht verstehe? Dass, wenn wir einen schönen Moment hatten, dass du dann wieder so theatralisch wirst, so wie eine Frau reicht. Das ist manchmal echt problematisch bei dir. Wow. Moment. Wow. Du bist manchmal voll die Zicke. Eine Wow! Na klar. Okay, pass auf. Also... ich weiß nicht, ob dir das noch aufgefallen oder schon aufgefallen ist oder nicht. Bloß, ich habe nur einen gewissen Hauch von Selbstachtung und irgendwie versuche ich mein ganzes Leben zu managen und auf die Reihe zu bekommen. Und dann kommt jemand wie du und versucht mir einfach irgendwelche Dinge an den Kopf zu werfen oder hat Fäuste. Und ich meine, sorry, es ist okay, dass du mich vielleicht ein bisschen in meinem Dasein kritisierst oder so, aber mein komplettes Verhalten beruht nur darauf, dir den Gefallen zu tun, dich irgendwann mal Laser nennen zu können. Und du willst sagen, ich bin zickig? Ja, dachte ich mir. Willst du einen Snickers?